Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen brandaktuellen Tabak für euch, und zwar der neue Hukain Mongo Loco. Und ich habe mir natürlich das passende Getränk dazu geholt. Danke an meine Sponsoren Nick und Sam. Mongo Loco soll natürlich hier dieses Monster Energy sein, aber ich lese mal kurz vor, was Hukain zur Beschreibung sagt. Also erstens ist drin ein vollmundiger Mangosaft, dann halt natürlich ein gewisses Energy-Aroma. Des Weiteren ist noch eine Grapefruit drin, die man allerdings nicht schmeckt, sondern die nur eine Säure bringen soll. Wir gucken uns das heute auf jeden Fall an, wie der Tabak so ist, und ich würde sagen, wir starten wie immer mit den Grunddaten vom Tabak. Ihr bezahlt hier wie immer bei Hukain 16,90 Euro für 200 Gramm. So, jetzt riechen wir mal. Also ihr habt eine gewisse Energy-Note natürlich. Die ist so 50-50 mit Mango gemischt. Der Ganze riecht so ein bisschen juicy, so ein bisschen saftig. Eigentlich ganz lecker, im ersten Moment ein bisschen nach Kotze. Ja, aber dann doch irgendwie angenehm. Schnitt und Feuchtigkeit, das Ganze ist mittel bis grob geschnitten. Hier und da habt ihr ein paar Ästchen. Extrem feucht. Ich blende euch hier an der Stelle wieder ein Bild vom Schnitt und von der Feuchtigkeit ein. Ein bisschen abgestandene Molasse habt ihr hier am Dosenboden. Also der ist wirklich sehr feucht, aber noch lang nicht so schlimm wie die alten Hukain-Sorten vor TBD. So, dann würde ich sagen, wir stellen den Tabak hier oben hin. Und dann zeige ich euch jetzt hier den Kopfbau, blende euch da wieder ein Bild ein auf Vollkontakt heute. Und ich sehe, das kocht hier schon aus dem Kopf raus. Das könnte ganz schön Krise werden im Hukain Lit Lip in der Ocean Kaif. Und jetzt machen wir erstmal unser Getränk auf und trinken einen Schluck. Schmeckt schon gut. Ich bin eher der Fan von ungepunchtem Energy, aber der schmeckt doch ganz lecker. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze sehr verbrannt ist, weil ich sehe, das kocht sogar in die Smokebox rein und läuft hier gleich raus. Also Vollkontakt geeignet ist er jetzt nicht unbedingt. Man merkt auf jeden Fall, dass es Vollkontakt ist. Jetzt ist der Durchzug da. Und zur Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, absolut nichts sagen. Ja, Hukain typisch, das Ganze ist eine totale Rauchbombe. Also wir vergleichen das Ganze jetzt mit dem Getränk. Das Getränk, also die Mangonote in dem Getränk, ist süß, aber hat im Abgang eine gewisse herbe Note. Energy schmecke ich hier im Getränk nicht wirklich viel. Also es schmeckt halt zu 99% nach Mangosaft. Ganz leicht im Unterton, vielleicht eine ganz, ganz kleine Energy-Note zum Tabak. Ihr habt auf jeden Fall eine süße Mango, eine sehr süße Mango, die, muss ich aber sagen, relativ authentisch ist und eigentlich schon natürlich gehalten. Also es ist keine künstliche Mango, es ist halt eine natürliche Mango. Der Tabak schmeckt auch sehr schön saftig und schon ziemlich ähnlich zum Getränk. Die Energy-Note hält sich ziemlich stark im Hintergrund, aber sie ist auf jeden Fall spürbar da. Zur Hitzeverträglichkeit brauche ich hier, glaube ich, nichts sagen. Das Ding ist Vollkontakt des Todes. Mir drückt es nicht, es kratzt nicht, lässt sich super rauchen. Rauchentwicklung, wie vorhin schon angesprochen, extrem weiße und dichte Wolken. Also falls ihr dieses Getränk hier, ich zeige es nochmal, gerne trinkt, dann der Tabak auf jeden Fall eine 1+. Ich finde ihn super lecker. Wie gesagt, der Tabak ist gesponsert von Nick mal wieder. Link dazu
in der Videobeschreibung zum Instagram von Nick. Aber ich glaube, den werde ich mir holen müssen. Das ist ein absolutes Must-Have für Mango-Liebhaber. Und Mango ist geil. Ihr habt auch keine Kühle oder so. Es ist wirklich eine reine Mango-Note mit so einem gewissen Energy-Unterton. Absolut juicy und lecker. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich habe mich riesig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.